Ich eröffne unsere Sitzung. Schon wieder hat ein fürchterlicher Anschlag viele Menschen mitten aus dem Leben in den Tod gerissen und andere schwer verletzt, diesmal in London, ganz in der Nähe des britischen Parlaments. Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Angehörigen der Opfer, der Getöteten, der Verletzten, denen unser Mitgefühl gilt und denen wir eine möglichst schnelle Genesung wünschen. Unseren Freunden im Vereinigten Königreich versichern wir unsere uneingeschränkte Solidarität im Kampf gegen jede Form von Terror und Gewalt.